Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Grand Age Medieval. Ja, letztes Mal haben wir den Händler losgeschickt, aber wir sind noch in der Pause. Dann gehen wir da mal wieder unterwegs los. Und ja, ich habe das mir noch angeguckt gehabt. Man kann ihm gar nicht sagen, dass er jetzt unbedingt Prunk mitnehmen soll zum Beispiel, sondern er nimmt das mit, was er für richtig hält. Das Einzige, was wir hier machen können, ist die Route nochmal planen. Und ich würde es so machen, dass er nicht eine Rundreise macht, sondern dass er hier nach da erstmal zieht, dann nach dort. Machen wir das jetzt so richtig? Ich glaube ja, ne? So, jetzt fährt er immer so hin und her, glaube ich, oder? Warte mal. Irgendwas haben wir jetzt falsch gemacht. Mach das nochmal weg. So. Machen wir anders. Machen wir so. 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 Dann ist er schon wieder passend unterwegs, glaube ich, ne? Los. Route ist aktiviert. Passt. Wo ist er jetzt gerade? Nicht in der Stadt. Hier sind unsere Soldaten. Wo ist er denn jetzt? Er fährt gerade nach Panchevo, das ist hier oben. Ah, da ist er. Okay, dann lassen wir gerade dahin. Dann war er vielleicht auch schon gerade in Izmir. Das Fell hat er immer noch dabei. Die Fische sind aber auf jeden Fall weg. Jetzt ist er in der Stadt. Und? Passiert was? Nee, er hat die Reise schon angetreten und nichts geändert hier. Okay. Okay, das wäre jetzt ein Riesenumweg in dem Sinne. Dann würde ich sagen, gucken wir mal zu, dass wir hier vielleicht noch einen kürzeren Weg finden. Okay, das wäre da lang. Willst du das wirklich bringen? Machen wir das als Ziel. Und das zweite ist das. Zielort ist zu weit entfernt. Das wäre jetzt möglich da lang. Das machen wir mal. Und dann würde ich sagen, wollen wir mal gucken, ob wir noch eine neue Strecke nach da kriegen. Aber ich glaube, das funktioniert dann nicht, ne? Genau, die Strecke haben wir schon. So, dann upgraden wir hier erstmal. Das macht Sinn. Da können wir upgraden, da können wir upgraden. Da auch. Da, dort, dort, dort und dort. Ja, hier macht er jetzt nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, und dann machen wir da noch. Dort noch? Hier kann man jetzt gar nicht upgraden oder was? Oder ich schon? Kann auch sein. So, dann haben die genug zu tun. Sollen die erstmal machen. Genau, ihr baut alles aus. So, die sind wir los. Das ist der Bautrupp, ne? Ja, das ist ja schon mal schön. Nur Mirko Vukovic ist nicht der Richtige.
200 Monate Händler. Das ist er doch. Aber er hat wieder nichts dabei, wo ich sagen würde, das brauchen wir jetzt. Wo fährt er hin? Gen Süden oder gen Norden? Pankewo. Pankewo? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Müssen wir gucken. Milos Dusan ist dort unterwegs. Gucken wir, ob der hier schneller wird. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen schneller geworden. Kommt jetzt hier an. Und was macht er? Wahrscheinlich nichts. Fährt jetzt nach Izmir, hat ein bisschen sich was verändert, aber was wirklich? Die Steine, die Ziegel sind, glaube ich, weg. Da haben wir Fisch aufgenommen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Weiß nicht, was das in Klammern ist, Stunden oder was? Oder Kilometer? Keine Ahnung. Gut. Hier sind noch so zwei Stellen. Da würde ich sagen, ach, das sind Ruinen und das ist ein Zelt. Zelt, da können wir Truppen aufrüsten, glaub, ne? Ja, los. Dann können wir hier weiter gucken, ne? Dann haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Haben wir, glaube ich, nicht gemacht, weil wir zu wenig Truppen damals hatten und die sind hier schon elendig zugrunde gegangen, ne? Ist gebongt. Welche Stadt ist denn da noch dann? Konstantinopel. Geht's ja irgendwie, was ist das? Muss ja irgendwie Anatolien da hinten sein oder was? Ankara. Okay. Sicher. Gucken wir mal vorbei, Ankara. Machen wir. Wo geht's dann hin? Aha, da ist schon wieder Sabbat. Jawohl. Okay, da können sie dann doch noch lang. Sicher. Ha, Zielort ist zu weit weg. Jawohl. Es gibt eine Straße, aber ich darf nicht hin. Antalya. Sicher. Okay. Auch schön, ne? Jawohl. Beim Bergpass geht's auf jeden Fall. Sicher. Nebel des Grauens geht weg. Ist gebongt. Okay, dann haben wir wenigstens noch was entdeckt in dieser Runde. Sicher. Gucken wir, dass wir hier noch runterkommen. Sind da oben noch keine einzigen Waren verkauft worden. Funktioniert gut mit dem Händler, ne? Machen wir. Jawohl. Okay. Ganz viele Inseln hier. Sicher. Machen wir. Na komm, dann gehen wir erst hier unten weiter gucken. Ziel auch nicht erreichbar. Sicher. Das geht interessanterweise. Jawohl. Wo kommt's denn da lang? Okay, da muss es da einen Weg geben. Oh, sehr interessant. Durchs tiefste Wasser hier wird's gehen, aber machen die sind wir. Ganz woanders lang gegangen. Krass. Okay. Machen wir.
Auf geht's! Da können sie auch hin. Machen wir. Na dann. Macht mal. 0-0. Unser Händler hat bisher noch nichts gebracht, ne? Was macht der Bautrupp denn? Interessant, wie der da so rüber geht, ne? Okay, der hat auch noch genug zu tun. Machen wir. Sicher. Wegfindung etwas schwierig. Machen wir. Nee, kann er nicht so rüber. Sicher. Geht das jetzt? Ist gebongt. Okay. Machen wir. Okay, da gehen sie woanders lang. Alles gut, also. Bautrupp arbeitet da. Da ist mein Händler. Der Fische wie bekloppt durch die Gegend transportiert und Felle. Was haben wir denn hier? Routenanalyse umschalten. Sehr geringes Angebot bei Tuch. Und Prunk auch. Ja, ist denn hier schon was passiert? Nein. Ich baue da mal einfach noch einen hinterher, in der Hoffnung, dass die Bauwaren dann schneller vielleicht transportiert werden, ne? Und der Prunk hier oben. Fehlen hier Rohstoffe. Wir brauchen Töpferwaren. Den machen wir mal auch. Hier gibt es keine Töpferwaren. Ich weiß nicht, ich glaube hier oben waren die Töpferwaren, oder? Nee, da gibt's auch Prunk. Passiert aber nichts. Noch mehr Prunk, interessant. Aber da fehlen auch die Rohstoffe. Da müsste ich mal gucken, wo ich Töpferwaren finde, ne? Da war ich überall. Gibt's hier nicht? Gibt's hier überhaupt Töpferwaren? Das ist die nächste Frage, ne? Da auch nicht. Da sind wir ganz falsch. Da gibt's noch Honig. Ich glaube, wir produzieren nirgendwo Töpferwaren. Das ist schon mal ganz schlecht, ne? Die haben eine Hungersnot. Das ist auch nicht gut. Warte mal, nochmal da rein und dahin. In dieser Stadt nicht möglich. Das war Tschernowitz. In dieser Stadt nicht so möglich. Muss erst erforscht werden. Okay. Dann kümmern wir uns um die Entwicklung mal. Haben wir sogar noch einen Punkt. Das ist ja gut, ne? Dass wir das hatten. So. Das ist alles da. Geht da nicht. Krakau. Das kann ausgetauscht werden. Dann machen wir den Prunk doch da aus, ne? Ach so, jetzt habe ich was Falsches getan, glaube ich. Nee. Okay, abreißen. Und jetzt kann ich es austauschen, oder?
Ach so, ist schon. So, und dann müssen wir da hin und das auswählen. Und dann werden sie auch gemacht. Und dann müssen wir es bauen. Können wir gleich zwei bauen, oder? Vielleicht sogar drei. Machen wir mal drei. Wir hatten eben so viel Prunk, ne? Da ist auch noch Prunk. Da ist kein Prunk. Da auch nicht. Da ist noch Prunk. Okay, den müssen wir aber jetzt weiter benutzen, weil da ziehen wir ja hin. Kohle, überall Kohle. Ja. Lassen wir erst so laufen, wie es ist, denke ich mal. Da fehlen noch die Rohstoffe weiterhin. Weil hier auch noch nicht gebaut wird. Aber läuft. Wenn ich im Menü bin, ist Pause, ne? Da müssen wir weiter in Krakau aufpassen, dass da Töpferwaren gemacht werden. Wo ist denn unsere... Ah, da sind sie sogar, ne? Okay, die haben noch einiges vor sich. Gut, dann müssen wir mal gerade gucken, wo unsere Soldaten sind. Die sind da unten. Die schicken wir mal zum Warenlager. Da ist ein Steinkreis. Ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Wo sind die denn jetzt hier? In der Ruine gibt es wieder Stress hier. Glaube ich. Luchse. Na, durchs Wasser gehen sie dann doch nicht. Aber wenn die da sind, wo sind denn jetzt gerade unsere Soldaten unterwegs? Ja, die sollten eigentlich hier, ne? Ich sehe sie aber nicht. Ah, da sind sie. Auf geht's! Ja, dann gehen die erstmal zu den Luchsen, ne? Oh, hier gibt's eine Meerenge. Interessant. Warte mal, Schiffswrack, da können wir doch mal hingehen, oder? Oh, 40.000 gefunden, wow. Jawohl. Zack, auf zur Ruine. Auf geht's! Ja, da sind die Luchse, jetzt haben wir sie. Aber das sind nur wenige, die kriegen wir gerade schnell ausgerottet. Aber ist nun mal nicht anders gewesen, ne? Ist gebongt! Veliki Preslav. Jawoll! Da ist auch nochmal ein Haufen. Okay, die haben sie alle fallen lassen. Aufgrund der Tatsache, dass die Luchse da sind, ne? Gut. Hier oben war noch ein Warenhaufen. Könnte auch sein, dass in der Ruine noch welche sind. Dann müssen wir da auch mal vorsichtig vorbeischauen, ne? Und hier haben wir noch einen Bautrupp von Varnas. Laufen die denn da jetzt hin? Ja, da oben sind sie unterwegs, alles klar. Gut, das ist soweit geklärt. Jetzt brauchen wir noch unseren Händler.
Milos verkehrt dort immer noch. Hat immer noch kein einziges Stück Brunk mit. Auch schade, ne? Nein, das will ich nicht. Ich will die Truppen mehr haben. Jawohl! Craiova. Nochmal. Machen wir. Dann gucken wir mal in die Ruine nochmal rein. Oh, sind gleich 200 Stück. Ah. Ist gebongt. Die Kinder mal noch unterstützen, ne? Obwohl, das sollte so klappen. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.